Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Compagno und Andrea Meier. Heute sind wir unterwegs im Val d'Erbi im Kanton Jura. Höhepunkt ist der Besuch in der Galerie Arche Noah, das Museum mit über 3000 Tierarten aus der ganzen Welt. Wir starten in Corban, in einem kleinen Dorf im Val d'Erbi im Kanton Jura. Nach den offenen Feldern führt der Weg in einen lieblichen Wald mit einer bunt gemischten Flora und Fauna und einer spontanen Einladung, die Thomas gerade zugreifen musste. Ja, wir machen hier gerade eine kleine 9 Pause. Der Thomas hat für sich ein riesiges Brombeerenfeld entdeckt. Die Beeren sind nicht gross, aber süß. In der Höhe des Forêt de Troyes treffen wir auf eine Wandertafel aus Holz, die uns kurz darüber einführt, was es während unserer Wanderung alles zu sehen gibt. Ja, wir sind hier jetzt auf dem botanischen Lehrpfad, der Richtung Bächem geht. Und da sehen wir eine vielfältige Pflanzen- und Tierwelt. Und wer will, der kann sich gerade auch noch im Wandergästebuch eintragen und seine Eindrücke festhalten. Es ist ein sehr schön gemachter Lehrpfad, auch für Leute, die nicht so gut Französisch verstehen, weil alles gut bebildert ist. Der Unterhalt vom Sentier Botanique. Der Batzen ist gut investiert und geht auch noch an einen zweiten Lehrpfad. Das ist der Sentier Philosophique, der philosophische Weg. Die Liebe ist das beste Produkt der Schönheit. Gut 30 Minuten erreichen wir Worms und freuen uns schon auf die nächste Sehenswürdigkeit. Das ist eine romanische Kirche mit Fresken aus dem 15. Jahrhundert, die sogar von der UNESCO unter Schutz gestellt worden sind. Sie stellen rund 15 biblische Szenen dar, unter anderem auch die Passionsgeschichte. Im Val d'Erbi sind wir mehrheitlich allein unterwegs. Die Landschaft ist lieblich und einladend mit seinen Wiesen, Wäldern, Schluchten und Weiden. Wir laufen die Richtung Sur-Fait-Loire und stechen dort in einen weiteren Wald namens Tiergarten. Der Weg, lesen wir später, ist ein keltischer und romanischer Weg mit teilweise sehr alten Brücken aus dem Mittelalter. Die haben wir jetzt zwar hier nicht im Bild, dafür führt unsere Wanderung noch ein bisschen tiefer in die Tiergartenschlucht. Und die fordern mit ihren steilen Stegen noch einiges von uns ab. Es ist aber alles gut gesichert. Auf der Höhe von Rière-Orgelat biegen wir rechts ab. Dort wollen wir in die Museumsgalerie Arche Noah mit der weltweit grössten präparierten Tiersammlung. Über 3000 Tiere gibt es hier zu bestaunen. Besitzer und Tierpräparator Christian Schneider hat seine Tierwelt über die vergangenen Jahre mit viel Aufwand und Liebe zum Detail erweitert. Die Vorstellung, dass der Arche Noah nicht auf dem Berg Ararat, sondern im Jura könnte gelandet sein, hat ihn immer fasziniert. Und so hat er sich seine eigene Arche geschaffen.
In der untersten Etage tauchen wir dann in eine Welt ein, wo eine könnte sein vom Fabeldichter Jean Lafontaine. Und man merkt sofort, dass zwischen Tier und Mensch eine gewisse Verwandtschaft besteht. Der Schlussspurt führt nach Wisk, wo wir den Bus nehmen und zurückfahren in Richtung Delemont. Val d'Herbe, wir kommen gerne wieder zurück.